Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn man sich über den grundsätzlichen Weg, was die Ausgestaltung des Kinder- und Jugendförderplans bzw. die finanzielle Ausgestaltung des Kinder- und Jugendförderplans einig ist, und ich glaube, das sind wir im Grundsatz, dass es durchaus richtig ist, diese Erhöhung vorzunehmen und auch die Ankündigung ab 2019 eine Dynamisierung vorzunehmen, hören wir gerne. Also wenn man sich über diese Bereiche schon mal grundsätzlich einig ist, dann bleibt mehr Zeit für inhaltliche Debatten und dann bleibt auch mehr Zeit, sich inhaltlich mit der konkreten Ausgestaltung des Kinder- und Jugendförderplans auseinanderzusetzen. Und Herr Witzel, weil Sie mir vorhin zugerufen haben, immer nur Quoten. Dann will ich Ihnen sagen, nein, wir haben diesen Antrag eingebracht, weil wir natürlich zur Erreichung des Ziels der Gleichstellung von Frauen und Männern in dieser Gesellschaft auch noch andere Maßnahmen im Gepäck haben, eben nicht nur Quoten, sondern in diesem Antrag geht es um die Frage des Gender Budgeting als Analyseinstrument für die Erreichung dieser Ziele, die sich eben auch finanzpolitisch abbilden. Und das ist ja auch durchaus Ihr Fachgebiet. Dementsprechend nicht immer nur Quoten, sondern es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die diesem Ziel Rechnung tragen sollen. Und diese Debatte ist aus unserer Sicht auch deswegen notwendig, weil die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit ein wesentlicher Bestandteil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen nicht nur in Nordrhein-Westfalen darstellen. Und diese vielfältigen Angebote und Angebotsstrukturen ermöglichen Jungen und Mädchen, aber auch allen, die sich dort vielleicht nicht so definieren, gesellschaftliche Teilhabe. Sie sind auch ein wesentlicher Baustein, wenn es um die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung geht. Und die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind ein wesentlicher Träger nonformaler und informeller Bildungsprozesse. Und nicht zuletzt geht es um Demokratie, Bildung und um die demokratische Teilhabe. Alles Bereiche, die wichtig sind für Mädchen und Jungen gleichermaßen, die man aber auch geschlechtersensibel in den Blick nehmen muss. Das wird auch bestärkt, diese Ansicht, durch § 4 des dritten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Und dort ist der Grundsatz der Gleichstellung von Mädchen und Jungen bei der Ausgestaltung von Angeboten der Jugendhilfe festgeschrieben. Das bedeutet konkret, dass geschlechtsspezifische Belange von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen sind. Die Verbesserung der Lebenslagen, aber eben auch der Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligung ist zu berücksichtigen und nicht zuletzt Rollenzuschreibungen und Stereotype aufzubrechen. Und auch die vorgelegten Eckpunkte tragen dem Rechnung. Unter Ziel 4 für den neuen Kinder- und Jugendförderplan steht Vielfalt fördern, gesellschaftlichen Zusammenhalt schaffen. Aber, und das ist mir in diesem Zusammenhang wichtig, es geht eben nicht nur darum, die Förderung von Vielfalt und die geschlechtersensible Ausgestaltung von Förderung in einem Förderbereich als eine Förderposition zu verstehen, sondern es ist eine absolute Querschnittsaufgabe und dem muss eben auch in Anknüpfung an Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes, wir haben in anderen Zusammenhang schon viel darüber diskutiert, dem muss der gesamte Kinder- und Jugendförderplan Rechnung tragen. Allerdings, und dieses Schicksal haben ja eigentlich alle Querschnittsaufgaben, es droht immer so ein bisschen, dass am Ende für die Querschnittsaufgabe keiner mehr zuständig ist und man durchs Raster zu fallen droht und in den Mühlen des Alltags irgendwie zermahlen wird. Und daher schlagen wir ein konkretes Instrument vor, wie dieser Frage der Geschlechtergerechtigkeit und der geschlechtersensiblen Ausgestaltung des Kinder- und Jugendförderplans Rechnung zu tragen ist, nämlich ein Instrument, um zu überprüfen, ob die Mittel und die Instrumente eben wirksam sind und auch in der Umsetzung messbar sind. Also wir schlagen konkret vor, das Instrument des Gender Budgeting, weil allen blumigen Ankündigungen in den Kinder- und Jugendförderplänen und auch in den einschlägigen Gesetzen zum Trotz liegt keine evidente Evaluierung vor, ob diese Grundsätze eben in der Realität auch tatsächlich eingehalten werden. Und wir alle wissen, politische und vor allem finanzrelevante politische Entscheidungen haben Auswirkungen auf Frauen und Männer und auf Jungen und Mädchen. Und die können im Einzelfall sehr, sehr unterschiedlich sein. Wir haben über viele Bereiche diskutiert, gerade im Bereich, was auch die öffentliche Infrastruktur angeht, gibt es sehr unterschiedliche Bedarfe. Und diesen Bedarfen gilt es, Rechnung zu tragen. Und gerade bei der Verausgabung öffentlicher Mittel muss doch auch im Hinblick auf die geschlechtergerechte Verteilung dieser Mittel ein Überprüfungsinstrumentarium implementiert werden. Und das schlagen wir exemplarisch auch hier für den Kinder- und Jugendförderplan vor. Und warum tun wir das?
weil wir der Auffassung sind, dass der Kinder- und Jugendförderplan Nordrhein-Westfalen ein Best-Practice-Modell werden kann und ein Best-Practice-Modell werden soll, um geschlechtergerechte Jugendpolitik in Nordrhein-Westfalen, aber auch über Nordrhein-Westfalen heraus voranzutreiben. Deshalb hoffen wir natürlich darauf, dass wir weiterhin konstruktiv da beieinander bleiben. Wir haben jetzt gesagt, wir finden den Aufschlag gut. Wir hoffen natürlich, Sie schließen sich unserer Erweiterung an und nehmen sich das Gender-Budgeting für den Kinder- und Jugendförderplan an und machen es sich zu eigen. Vielen Dank.